Ja, hallo liebe OV-Freunde. Die Paralympics in Rio sind gerade zu Ende. Und gerade bei den Leichtathletik-Wettbewerben hat man ja da doch relativ viele sogenannte Blade Runner gesehen. Und wir haben uns mal gefragt, gibt es hier im Landkreis eigentlich Blade Runner? Und wir haben einen gefunden. Thomas Wedig aus Vechta. Hallo. Hallo Simon. Ja, und jetzt ist natürlich die nächste Frage, die sich stellt. Was ist das eigentlich für ein Tempo, was so ein Blade Runner schafft, wenn er mal so richtig anzieht? Und das würde ich eigentlich ganz gerne mal rausfinden. Simon, eine einfache Antwort. Wir stehen hier in meinem zweiten Zuhause und dann kann ich dir anbieten, wir laufen mal einen Moment oder ein Stückchen und dann bekommst du ein Gefühl für das Tempo von einem Blade Runner. Ich glaube, da kann ich nicht Nein sagen. Das machen wir jetzt. Auf geht's. Ich freue mich. Ja, Thomas, das war absolut beeindruckend, was du für ein Tempo drauf hast. Wie viel trainierst du denn, wenn ich nicht gerade dabei bin und du Rücksicht auf mich nehmen musst? Ich trainiere täglich. Einmal im Fitnessstudio mache ich meine Einheiten. Kräftigungsübungen, sehr wichtig für den Rumpf und auch für die Hüfte, wegen dem Blade, dass man die Koordination richtig behält. Und dann natürlich auf der Straße laufe ich und die speziellen Trainingseinheiten laufe ich hier in meinem zweiten Zuhause, in Heinz-Detmar-Stadion auf der Tatanbahn. Da mache ich Einheiten 10x400 Meter, das Lauf-ABC führe ich hier durch und was wir beide gerade gelaufen haben, diese 100 Meter Läufe, aber die mache ich dann 10-mal. Wahnsinn, mir hat es großen Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Dito, super, Spaß gemacht mit so einem jungen Sportler laufen zu dürfen. Vielen Dank. Dafür nicht.